Moinsen. Gestern habe ich euch ein Bild gepostet mit Hammer Curls und dazu noch ein paar Sachen geschrieben. Jetzt mache ich euch ein Video, wie ihr Hammer Curls auch mit anderen Übungen auch kombinieren könnt. Also ausschließlich Bizeps machen wir jetzt zwar, aber mit zwei anderen Übungen. Nicht Hammer Curls und Scott Curls, sondern Hammer Curls, Zottmann Curls und Konzentrations Curls. Also was Zottmann Curls sind, werde ich euch gleich erklären. Wir fangen erst einmal mit Hammer Curls an. Hammer Curls kann man am meisten Gewicht mit bewältigen. Also ich zumindest schaffe da mit Kurzhanteln, wenn ich so Bizeps trainiere, am meisten Gewicht. Und deshalb fange ich da an und präsentiere euch das hier in der Lady-Ecke. Bin ich nicht jeden Tag, ab und zu mal, wenn ich meine Ruhe haben möchte. Deswegen hier mit den glänzenden Chromhanteln, aber ihr könnt machen, wie ihr das wollt. Könnt ihr auch zu Hause machen, das ist gar kein Problem. Oder halt im Studio, wenn alles voll ist, nehmt ihr euch einfach eine Bank oder stellt euch irgendwo hin, nehmt euch ein paar Hanteln, Kurzhanteln und dann habt ihr das ganze Bizeps-Training so gesehen abgedeckt. Ja, jetzt werdet ihr gleich nur meine Arme sehen, mein Schädel nicht mehr. Ich war frisch beim Friseur. So, jetzt habt ihr es gesehen. Bart ist auch gemacht. Jetzt mal unten. Jetzt mal von hier. So, also Hammer Curls zuerst funktioniert so. Oh, scheiße. Dann nehmt ihr die Kurzhantel. Macht diese Bewegung. Nicht komplett strecken, sondern leicht gebeugt halten. Oben, nicht komplett nach oben, sondern auch hier die Spannung halten. Der Bizeps muss die ganze Zeit oben oder unten angespannt sein. Könnt ihr gerne mal fühlen, wenn ihr das einarmig macht. Okay? Gut. Dann die zweite Übung, was die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Also kennen sie schon, aber den Namen haben sie noch nie gehört. So, das ist die Position, womit ihr anfängt. Also so, Handfläche zeigt nach vorne. Beziehungsweise Handrücken zeigt nach vorne. Zieht die Kurzhantel so hoch, ganz normale Curls. Dann beim Runtergehen dreht ihr die Kurzhantel und geht so runter. Also nochmal. Zack. Wow. Das waren die Zottmann Curls. Das hat irgendein Herr Zottmann in den Staaten mal gemacht und hat seinen Namen dazu gegeben. Es gibt ja auch Arnold Press zum Beispiel. Das hat der liebe Arnie mal gemacht und hat seinen Namen gegeben. Scott Curls, das ist der Larry Scott, der erste Mr. Olympia. Der hat da seinen Namen gegeben und so weiter. Diese Dreier-Kombi nenne ich einfach mal Demir-Kombi. Demir bedeutet direkt übersetzt in Deutsch Eisen, in Englisch logischerweise Iron, passt ja auch gut. The Iron Kombi, hört sich gut an, ne? Oder in Deutsch Demir Kombi. So, jetzt kommt die dritte Kombi, das ist Konzentrations-Curls. Darauf kommt es nicht an, dass ihr viel Gewicht schafft und einfach nur wuff, wuff, diese Bewegung macht, sondern da müsst ihr euch richtig konzentrieren. Die Muskulatur muss angespannt sein. Und wenn ihr unten seid, genauso angespannt. Nicht komplett strecken, sondern so. Fühlt ruhig mal. Es muss knallhart sein. Ja? Steinhart muss es sein. Das kann man auch nur einarmig machen. Beide Seiten. Konzentrationskurs ist ein bisschen schwierig. So, und dann abwechseln. Und ja, so, das ist dann halt die Kombi. Also Hammer Curls zuerst, dann würde ich dann halt die Zottmann Curls nehmen oder halt irgendeine andere Curl-Variante. Und dann zum Schluss dann Konzentrationscurls. Und das war's. Das ist dann zu den Armen, also zu den Bizeps-Muskulatur. Könnt ihr gerne überall machen. Und aus.